Willkommen zurück zu einer weiteren Folge TerraTech. So, ich habe jetzt mal ein bisschen rumexperimentiert und ja, aus den Blöcken, die wir jetzt hatten, ist das jetzt das Ergebnis. Und wir haben hier auch eine schöne, coole Funktion und zwar können wir unseren Strom abschalten. Und dann können wir sogar als Auto durch die Gegend eiern. Also die Funktionen sind eigentlich ganz cool. Ich finde nur cool, dass sich die Hover-Dinger dann halt auch immer noch weiterhin bewegen. Und wir können jetzt halt, wenn wir einschalten, auch richtig wie ein Hovercraft fliegen. Ich hoffe, das wird mir jetzt mit dem Ding hier ein bisschen leichter, das Ding zu manövrieren. Wenn nicht, dann haben wir halt echt ein Problem. Aber ich weiß jetzt gar nicht, war das jetzt mit Zeit oder war es nicht mit Zeit? Mal gucken. So. Drehen können wir uns nicht so gut. Dann müssen wir uns der schönen 3-Punkt-Wendung einmal nehmen. Man merkt, ich bin extrem langsam. So, und dann wollen wir mal. Auf dass wir es jetzt locker schaffen können. Lass dich in Ruhe. Na komm, durch da. Ja. Und ausschalten. Ja, es läuft ganz gut. Ja, langsam steige ich hinter die Hover-Technologie durch. So muss das. So, schnell wieder einschalten. Hoppala. Sind nicht hoch genug. Hops. Ausschalten. Schneller. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Jawohl. Ich hab's hingekriegt. Sind zwar noch nicht so die richtigen Reifen, die wir dafür haben, aber die kommen ja sicherlich noch. Was sag ich? Jetzt kriegen wir sogar Flügel. Nice. So, da und aufstellen. Hier geblieben. Was auch immer du bist. Wir wollen euch doch nicht verlieren. Wir wollen euch doch gerne mitnehmen. So, dann haben wir jetzt unseren ersten Hovercraft. Der jetzt hoffentlich auch noch mit neuen Blöcken deutlich besser ausgebaut wird. Ah, komm, ich schalte mal kurz ein. So, und dann düsen wir dir einfach so davon. So ist es doch schön. Ja, tschüss, weil Bewaffnung habe ich keine. So, dann stellen wir uns mal hier in unsere provisorische Garage ab. Einmal drehen. Und dann brauchen wir eigentlich nur die Energie abschalten. Ich würde mich schon ein bisschen weiter zu den großen stellen. Hier so ungefähr hin. Und dann, ja, müssen wir jetzt mal den Tech wechseln. Jetzt hätte ich die Beine eingestellt hier. So, einmal absetzen hier. Und dann kümmern wir uns erstmal um denjenigen, der ja jetzt Stress machen möchte. Kann ja hier nicht wahr sein. Na okay, Stress möchte denn wohl wahrscheinlich nicht wirklich machen. Wir nehmen ihn trotzdem alles ab. Muss ja hier nicht sein. So, dann fahren wir jetzt direkten Wege, den Tech zu verteidigen. Oh, da ist sogar noch ein großer. Auch gleich ins Kreuzfeuer nehmen hier. Wobei groß relativ ist. Na also. Denn einmal schnell Müll einsammeln.
Na, komm zu Papischrott. Ah, da hier vorne hängt wieder einer fett. Nee, hängt da doch nicht. Okay. So, dann sammeln wir hier uns das hier auch gleich wieder mit ein. Und dann gucken wir mal, dass wir gut verteidigen können mit unserer, ja, kleinen Festung hier. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch bald mal bessere Waffen freischalten. Weil das wäre ja auch schon cool, wenn wir noch ein paar Waffen mehr hätten. So. Ja, von wo wirst du aus denn angegriffen? Wo landen sie denn? Direkt vor der Nase. Oh Mann, oh Mann. So, der erste ist weg, der zweite auch und der dritte ebenso. So. Oh, da kommen noch mehr. Ah, diesmal andere Seite. Eins Lobo. Ah, der hatte keine Chance. Da kommt gleich noch einer. Okay, da kommt gleich noch einer. Dich warten wir doch schon. Und weg. Und nächster. Kommt her hier. Noch habe ich Energie zur Verfügung. Euch kleinen Pupsis mal doch weg hier. Wie nichts. Der nächste landet auch gleich in einer Garage aus Sperrfeuer hier. So muss das. Da kommt gleich noch einer. Oh, der ist sogar relativ groß. Oh, das hat ihnen auch nicht geholfen. Alter, ich kann mich hier kaum bewegen. Oh, hinter uns. Und da ist sogar noch eine Kiste. Aber ich mache erstmal den hinter uns weg. Die sollen nicht wissen, wie ihnen geschieht. So. Du darfst eingesogen werden. Und jetzt sammeln wir erstmal ordentlich Schrott ein. Liegt ja hier einiges rum. Und wir können auch noch den Rest unserer Energie wieder aufladen. Jawohl, ja. Und da ist sogar noch eine Kiste, die wir uns gleich nehmen werden. Ah, so ist das doch schön. Komm her, mein Schrott. So muss das. So, jetzt ist hier auch schon wieder schön sauber. Machen wir dich mal kurz auf hier. Und jetzt kriegen wir hier nochmal ein bisschen was. Was auch immer das alles ist hier. Aber das sehen wir ja später. Komm, hoch. Und schön eingesaugt. So muss das. Oh. Da kommt noch ein kleines Rädchen. Und unter uns hing auch noch mal ein bisschen was fest. Dann heben wir es jetzt noch mal an. Soll doch jetzt hier nicht alleine rumstehen. So, dann können wir aber wenigstens schon mal gucken. Abbaumeister haben wir jetzt immer noch. Ja, Steine wegmachen. Ja, Steine wegmachen. Eigentlich nicht so spannend. Könnten wir eigentlich auch mit... Du willst dich mit uns anlegen? Du bist doch lebensmüde. Und tschüss. So, dann wieder verankern. Und hier erstmal den restlichen Müll wegpacken. Das sieht so aus, als hätten wir hier nochmal eine Schildblase. Ist alles gar nicht so verkehrt. Nochmal ein paar Waffen.
das läuft. Gut. Dann schauen wir mal. Da hinten haben wir noch einen großen Gegner. Dann nehmen wir uns jetzt hier halt mal ein paar große Gegner mit. Mal sehen, was er davon hält. Nicht viel. Wir gehen gleich auf Kollisionskurs. Und weg mit ihm. So, und dann werden wir dich gleich mit wegräumen. Na komm. Einmal alle Blöcke rein. So. Dann tuckern wir hier mal rüber. Weil da hinten sehe ich jetzt auch noch ein paar Steine. Die könnten wir jetzt eigentlich auch noch mal wegräumen. Sind hier wohl im Steinlager. So, nehmen wir erstmal die flachgelegenen. Die dürften für uns jetzt ein bisschen leichter sein. Ist zwar nicht unsere Abbaubasis, aber noch ein paar Steinchen jetzt mitnehmen. Warum denn nicht? So. Die am Berg lasse ich mal dran. Und ein bisschen was haben wir jetzt auch noch mitgenommen. Nehmen wir da vorne noch den Gegner einfach mit. Weil wir sind mit der Kampffestung unterwegs. Oh, der wehrt sich gar nicht. Der hat schon freiwillig aufgegeben. So. Einmal hier ein bisschen was mitnehmen. Dann nochmal den ganzen Schrott weglooten. Ist einfach nur sehr schön. Da hinten ist sogar noch ein großer. Den könnten wir uns eigentlich auch schnappen. Warum nicht? Sammeln müssen wir ja sowieso jetzt erstmal an Blöcken. Und ich frage mich, wann wir endlich die Hawkies sehen. Oder halt auch die von Better Future. Weil das sind ja dann auch schon schöne Blöcke, die wir öfters mal kriegen. Momentan sind sie alle größtenteils aus Geso und Geocorp. Ah, ich glaube, das kriegen wir eher nur durch Questen hin. Aber solange wir eigentlich unsere Superblöcke haben hier, passt das ja. Ja, komm schön rein hier. Alles meins. Ja, ich mag dieses schwarze Loch. Immer schön ins Inventar mitnehmen. Das passt. So. Alle Hops. Oh, noch ein. Können wir ja mal liegen lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann fahren wir jetzt mal wieder Richtung Heimat. So langsam wie wir tuckern. Und dann müssen wir doch mal schauen, ob vielleicht wieder, oh, ein großer landet. Okay, nehmen wir gleich mit auseinander. Hier kriegst du einen Regen. Oh, da hat seine Reifen verloren. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Jetzt fahr doch nicht weg von mir. Du bist doch ein großes Kerlchen. Komm her hier. So, haben wir alles? Ja. So, kann ich mich hier verankern? Nee, ein bisschen weiter vorfahren. Hier geht's. Dann nehmen wir uns das auch noch mit. Jetzt muss ich aber langsam wirklich aufpassen wegen der Energie. Denn ohne Energie haben wir nachher sowieso ein Problem. Aber da hat niemand wirklich bessere oder neuere Blöcke. Alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Na gut, wenn wir jetzt mal unseren ersten Nova richtig angucken. Der ist ja auch eigentlich nur ein zusammengewürfeltes kleines Ding. Was willst du denn, Kleiner? Du bist aber mutig. Sehr, sehr mutig. So, ich wollte aber jetzt Richtung Heimat und nicht jetzt wegen jeden Furz einmal richtig rumdrehen.
So. Hier einfach querbeet durch und dann passt das. Oh, da ist schon wieder ein Gegner. Da wollen wir gleich mal helfen. Okay, da brauchen wir noch nicht mal mehr helfen. Da kommt gleich der nächste. Tiny Terror. Aha. Ist aber ein süßer Name. Aber auch du hast keine Chance. Du wirst gejagt. Okay, er ist ein bisschen zu schnell. Aber jetzt haben wir ihn. So, dann nehmen wir hier mal nochmal alles auf, was wir jetzt hier haben. Und dann sollten wir wirklich zur Handelsstation gehen. Zumal auch mal hier alles verarbeiten. Das wäre, denke ich mal, auch gar nicht so verkehrt. Wenn wir aus den Rohstoffen erstmal wieder ein bisschen Geld machen. So. Denn so viel Geld haben wir jetzt auch nicht mehr. Und unsere super Rohstoffquelle da hinten versiegt. Da müssen wir dann bald hier vorne hin. Also hier mangt den Bäumen hier. Und hier liegt auch noch übelst viel rum. Kann ich gar nicht mehr alles aufsammeln. Ich bin ja schon selber so voll. Na gut, dann schmeißen wir das jetzt erstmal hier ab. So, einmal hinten rum. Und schön einmal alles abgeben hier. Nur leider ist die Basis nicht mehr allzu schnell. Deswegen stellen wir dich jetzt erstmal dahin. Dann kannst du in Ruhe alles verschökern und verkaufen. Wechsle ich mal kurz den Fahrer. So. Blups. Und dann gucken wir doch mal erstmal in die Handelsstation rein, was wir da so Schönes haben. Ja, nichts, was mich gleich sofort anspricht. Okay, das Auge des Bostorions. Okay. Ach, das ist eine Batterie, die wir bekommen haben. Die sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ist aber auch schweineteuer. Hm. Oh, jetzt haben wir sogar von denen die Füllblöcke. Davon könnte ich aber noch welche gebrauchen. Falls wir wirklich nochmal so eine Hover-Mission haben, wären die doch nicht so verkehrt, wenn ich mir diese hier anschaffe. Und das Auge finde ich einfach nur cool. So. Moment. Halt, halt, halt. Ah, jetzt hat er es weggesaugt. War nicht schnell genug. Schade. Impulsmaschinengewehr. Ein Maschinengewehr für Anfänger. Ja, nee. Wir sind ja längst keine Anfänger mehr. Die Hawkey-Reifen können wir uns auch gönnen. Die finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Na komm, dann hier einmal den noch und davon auch noch mal ein paar. Und die können wir uns auch noch mal gönnen. Ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber die haben halt immer noch kein Geschwindigkeitsmodul hier drin. Rohstoffempfänger, nee. Hoverpad. Ach, die haben Hoverpads. Die kann man dann unten anbringen, oder wie? Ach, das war das, was ich vorhin gesehen hatte. Das ist cool. Zweifache Schwebesteuerer. Das Venture zweifach Leitschubdüse ist der perfekte Block, um genauere Steuerung für einen schwebenden oder fliegenden Tech auf einer Achse hinzuzufügen. Anders als die 5-fach-Version kannst du mit diesem Block die Richtung der Kraft auf eine Achse beschränken. Das hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Das hört sich echt nicht so schlecht an. So, das ist ja in an und für sich genauso dasselbe wie das hier. Das ist die Computerstabilisierung. Na gut, gucken wir jetzt erstmal in die Questen rein. Was haben wir denn schön? Ness. Scheinbar irgendwie nichts. Weil jetzt muss immer noch Missionen gescannt werden. Was ist jetzt da hinten los?
Also wenn ihr da hinten jetzt die ganze Zeit anfangt zu schießen, dann nervt aber ein bisschen auf Dauer. So, lass mich raten, du machst noch nicht mal was. Dann knallen wir dich einfach so kaputt. Dann hören nämlich unsere Leute auf zu schießen und ich kann euch einfach hier einsammeln. So, stellen wir einmal hier einen hin und hier einen hin, das dürfte reichen. Dann seid ihr ganz schnell wieder in mein Territorium. Wunderbar. Und wieder einbauen, als wäre nichts gewesen hier. So, dann gucken wir jetzt nochmal nach wegen Kleinigkeiten Missionos. Scanne Gebiet auf Mission. Ja, dann scan mal. Gibt's keine mehr? Das wäre aber mega schade, wenn es keine mehr geben würde. Das ist ein bisschen schlecht. Na gut, dann machen wir halt erstmal Folgendes. Erstmal dich hier wieder in Sicherheit bringen. So. Ah. Ist halt überall Müll. Muss jetzt mal verarbeitet werden hier. So, dann einmal dich entankern und dann sammeln wir hier erstmal alles ein. Was jetzt hier mal so rumfleucht. Und nehmen hier auch noch mal ein bisschen was auseinander. Weil muss ja hier nicht so viel rumliegen. So, auch hier. Einmal schön durchhobbeln. Wobei ich die unteren immer so schwer bekomme. Ah, jetzt aber. Oh, oh, oh. Häng ich da fest am Berg, oder was? Ah, ist ein kleiner Hüppel gewesen. Na, komm schon. Okay, ich hänge hier jetzt permanent fest. Ist nicht so schön. Und ich komme an den Kleinen da nicht ran. So, jetzt soll ich ihn einfach zertreten. Das geht auch. So. Ich glaube, die Flammenwerfer bringen es nicht so, weil ich glaube, die verbrennen die Bäume. Oder sah das jetzt nur so aus? Ist natürlich möglich. So. Jetzt haben wir hier auch schon fast alles wieder eingesammelt. Kann das nämlich gleich schön durchhubbeln hier. Oder wir sollen jetzt wirklich die 200 Felsen machen. Dein Ernst. Und dann natürlich voll in die Schusslinie. Glaub mir, das war nicht so gut. Ebenfalls für dich nicht. Für uns? Ja. Wenn ist noch so ein großer. Der dreht sich jetzt auch rum, aber leider zu spät. So, dann wollen wir hier das mal ein bisschen rüberschieben, damit es eingesaugt werden kann. Ja, so läuft das doch schon mal schön. Okay, dann merkt man, dass der Kleine da eigentlich total überfordert ist, wenn da so viel Großes kommt. Aber na gut. So, dann einmal ankern. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Geld. Läuft doch eigentlich ganz gut. Könnten ja hier die Dinger eigentlich auch mal bald mit einer Base versehen. Wir haben ja noch genug davon. Von den Rohstoffklauern. Ah, so komme ich da aber nicht so wirklich gut hin. Ich glaube, ich brauche dafür dann eher einen kleineren Wagen. Nehmen wir mal kurz unseren Hover. Der dürfte besser dafür passen. Ist aber halt überhaupt nicht wendig, noch nicht. So. Dann wollen wir mal hier
So. Direkt drauf. Genauso wie hier. Direkt drauf. Einmal komplett drehen. Hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Gut, dann brauche ich einmal eine Ankerung. Oder Verankerung. Die das Ganze einsammeln kann. So. Und jetzt brauchen wir natürlich hier einmal eine Sammlung. Habe ich nicht mehr so ein... Ach nee, die sind ja hier unter, den Blöcken hier. So, müsste jetzt eigentlich auch gut einsammeln können, ja. Obwohl, haben wir davon nicht noch einen größeren? Na, die großen haben wir alle schon verbaut, ne? Gut, dann gucken wir mal. Können wir jetzt eigentlich auch von denen hier mit einem Förderband... direkt abziehen? Nee. Das ging nicht. Das heißt... nee, Fabrikator ist verkehrt. Wollen ja hier eigentlich nur ein bisschen Geld machen. Ich muss das erst von denen runterkriegen. Das heißt, ich brauche doch mal nochmal eine Verankerung. Aber wir haben kaum noch Verankerungen. Nehme ich mal kurz eine davon. Dürfte ja reichen. Obwohl, warum will ich eigentlich eine Verankerung haben? Ist doch totaler Käse. Ist doch totaler Käse. Moment, wir bauen einfach das Ding hier so auf. Und dann hätte ich doch hier einfach nur die Dinger einmal dran setzen müssen. Da wird es auch schon verkauft. Geht genauso gut. Bloß dann wird es jetzt gerade nicht verarbeitet. Das ist natürlich ein bisschen Käse. Also machen wir es doch mit einem Förderband und wenigstens ein, zwei Fabrikatoren. Ah, einfach mal ein bisschen... Platz. So. Oh. Ein zu weit. Nee, das sind ja die falschen Komponenten. Habe ich keine Raffinerie mehr? Doch, hier. Eine habe ich noch. So. Die total falsch rum dran ist. So rum muss sie. An der einen Seite soll es jetzt reingehen. Und an der anderen raus. Das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Um halt nur einen Fabrikator zu benutzen. So. Ja, und jetzt hier den kleinen dran. So, klappt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? Weil in der einen Seite geht es ja rein und aus der anderen kommt es ja wieder raus. Ja, das klappt wunderbar. Und dann kriegen wir nämlich auch deutlich mehr Kohle. So läuft das doch wunderbar. Sollte ich aber hier ein bisschen aufpassen. Weil hier oben ist ja quasi nichts Großartiges. Gut, aber machen wir jetzt erstmal hier an der Stelle einen Cut. Ich fahre den hier nochmal in Sicherheit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.